Er wendet sich an den versteinerten Körper. Eidbinder legen Zeugnis ab und sehen, dass dieser Mann sein Wort gehalten hat und sich bis zu seinem letzten Atemzug und zu seinem letzten Blutstropfen treu geblieben ist, Königin. Königin, die gewesen war, leite seine Seele und erachte sie als eine deiner Liebsten. Lass sein Leben nach dem Schlüssel sein Geständnis sein. Lass sein Sterben nach dem Schlüssel seine Erlösung sein. Möge er ohne das erdrückende Gewicht des Buches auf der Welt wandern. Your brother has done his part, and you have seen the power of his contribution. I will accept no further hesitation from the rest of you. In the sight of the queen that was, will you fulfill the oath? Will you take your place beside your brother in the endless esteem of her memory that is without flaw? Step forth and be assured of the great worth of your life's course. Der Mann lässt seinen Blick über die anderen schweifen, die ihm herumstehen. Euer Bruder hat seinen Teil erfüllt, ja, da steht Brüder. Und ihr habt die Macht seines Beitrags gesehen. Ich werde keine weitere Zurückhaltung von dem Rest von euch mehr dulden. Er schaut jeden von ihnen tief in die Augen. Wirst du vor den Augen der Königin, die gewesen war, den Eid erfüllen? Wirst du in der endlosen Wertschätzung ihrer makellosen Erinnerung deinen Platz an der Seite deines Bruders einnehmen? Trete vor, seid ihr des großen Wertes deines Lebensverlaufs gewiss. Ist das eine Kanone? Sieht jedenfalls aus, als ob das... Ein Augenblick lang verstummt der Apparat und die Luft steht still. Dann aber eruptiert er plötzlich mit einem erschütternden Stoß. Gleißendes Licht blendet dich und du wirst zu Boden geschlagen. Als du auf den Boden aufschlägst, wird dein Kopf nach hinten gerissen. Die in deinem Hinterkopf aufweilenden Schmerzen verwaschen deinen letzten Gedanken und die schwarze Leere der Bewusstlosigkeit. Du öffnest die Augen an einem anderen Ort und in einer anderen Zeit. Du stehst in einem kreisrunden, herrschaftlichen Raum mit Kuppeln, dessen Wände mit Adra ausgekleidet und mit Kupfer besetzt sind. Der Stil ist antik, der Raum jedoch im makellosen Zustand. Am hinteren Ende des Raumes durchdringt eine große Adra-Säule den Boden wie eine gezackte Pike, deren schimmernde Textur die Illusion grenzenloser Tiefe schafft. Die Säulen sind von einem Apparat umringt, der dem, den du gerade erst gesehen hast, sehr ähnelt. Dieser aber ist gewaltig, facettenreich und ineinander verschlungen. Vielleicht die Arbeit eines außerordentlichen, aber fieberhaften Verstands. Deine Gedanken gehören dir, aber dann auch wieder nicht, und sie scheinen zu existieren, bevor du sie denken kannst. Und es sind ausschließlich Fragen, dingliche Fragen, beunruhigende Fragen, Fragen, die beantwortet werden müssen, sonst... irgendwas... Am Fuß der Säule siehst du nur einen Mann mit dichtem grauem Bart, der mit einer zeremoniellen Robe bekleidet ist. Seine öligen Haare werden von einer schwarzen Kapuze und einer seltsamen dekorativen Kopfbedeckung verborgen. Du kennst diesen Mann, du gehst nun eilig auf ihn zu, versuchst aber die Dringlichkeit zu verbergen. Du möchtest ihn etwas fragen, eine über allem stehende Frage, und diese Frage geht dir wie verrückt in deinem Verstand um. Ach nö. Als du aufwachst, bemerkst du, dass dein Unwohlsein verschwunden ist. Aber mit etwas weitaus bestürzterem ersetzt wurde. Schwaches Flüstern, das für dich gerade noch hörbar ist, fühlt sich in deinen Ohren wie ein fortwährendes Klingeln an. Am Rande des Sichtfelds siehst du huschende Bewegungen, aber wenn du dich umdrehst, kannst du keinerlei Anzeichen dafür erkennen, was es gewesen ist. Du bemerkst, wie dein Blick wie ein unfreiwilliges Musterzucken hin und her schießt. Sollte das eine Krankheit sein, so ist es vermutlich gefährlich, sich längere Zeit unbehandelt zu lassen. Die Gestalten bei der Maschine scheinen auf der Stelle gefroren zu sein. Fleisch und Blut wurden durch Schlacke und Asche ersetzt. Vor dem Mann, der sie anführt, ist weit und breit nichts zu sehen.
Heodan und Kalisha liegen blutüberströmt und mit im Tod unnatürlich verdrehten Körpern auf den unebenen Kopfsteinen. Du bist ganz allein und keinerlei Hilfe ist in Sicht. Goldtal könnte deine beste und einzige Chance auf eine Behandlung sein, bevor sich die Situation verschlechtert. Okay. Level up. Ich sag das nur ungern, aber ich muss erst einmal alles einsacken. Das meiste geht jetzt wahrscheinlich ins Lager, oder? Jupp. Kann ich noch mehr ins Lager packen? Nein, ich kann zurzeit nicht aufs Lager zugreifen. Das kann ich wahrscheinlich nur bei der Rast. So könnte ich auf den Schuppenpanzer so zugreifen. Aber okay. Level up. Hagrim hat genügend Erfahrung für einen Stufenaufstieg. Jetzt bloß nichts falsch machen. Okay. Wir können erstmal Fähigkeiten, dann Klassenfreischaltung und dann Talente. Heimlichkeit. Ja, wird aktiviert, das haben wir schon, das ist klar. Die Abenteuerei kann anstrengend sein. Das Reisen, Kämpfen, das Klettern, die Athletikfähigkeit wirkt gegen die Effekte angesammelt zur Müdigkeit, so dass dein Charakter weiter wann und länger kämpfen kann, ehe sie mit dem Malus belegt werden. In Dialogen, geskripteten Interaktionen wird die Athletik für körperliche Aktivitäten wie Klettern, Schwimmen und Springen verwendet. Wissen ist für Schriftrollen. Mechanik ist für so. Fallenentschärfung, Schlossknack, Fallengenauigkeit und Überleben ist Verbrauchsgegenstandsdauer. Ich würde mal sagen, Mechanik würde ich gerne steigern. Oh. Das ist etwas teuer. Überleben. Und eigentlich Athletik würde ich gerne steigern. Zweimal so. Machen wir es lieber so. Ne, bleiben wir bei so. Feinen Schärfen, Athletik, dass wir über Schluchten springen können. Weiter. Talente, Klasse, Offensiv, Defensiv, Unterstützung. Schneller Lauf, Offensiv. Waffenschwerpunkt, Abenteurer. Trainiert den Charakter im Einsatz mit solchen Waffen. Einsatz Kampfschwert und Armbrust. Dolch, Degen, Zepter, Stab. Jagdbogen und unbewaffnet. Pistole und Donnerbüchse. Way. Und Soldat. Arbalest. Und Akebuse, das klingt gut, schon mal, das merke ich mir mal. Scharfschütze, erhöht die Genauigkeit des Charakters mit Fernwaffen. Defensiv, Stellung halten, trainiert den Charakter in neuen Verteidigungsstrategien, wodurch sein Kampfhandlungslimit um 1 erhöht wird. Gibt Stellung halten, selbst plus 1 Feinde angegriffen. Reflex der Schlange, plus 10 Reflexe. Plus 10 Tapferkeit, 10 Wille. Schildabwehr, Waffe und Schildstil, Unterstützung. Schneller Läufer, Bewegungsgeschwindigkeit, Verteidigung beim Zurückziehen. Schadensreduktion, Brennen. Das sind solche Sachen, die einfach, wenn wir Eisschaden und so weiter machen, erhöhen. Schneller Wechsel. Waffenwechsel, Erholung, Wundpflege, gibt Wundpflege, ermöglicht dem Anwender einen geringen Teil seiner Gesundheit zu heilen. Einmal pro Ruhephase durchschnittlich, das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Feldlazarett, ermöglicht es einen kleinen Teil der Gesundheit seines Verbündeten zu heilen. Und Klasse, teuflischer Gefährte.
trainiert die tierischen Gefährten des Waldläufers in teuflischen Taktiken, wobei er mit jedem Treffer mehr Schaden zufügt. 15% mehr Schaden. Plus 3 Schadensreduktion. Treuer Gefährte. Ein tierischer Gefährte des Waldläufers erhält verbesserte Verteidigung gegen die Wirkungen bezaubert, verwirrt und beherrscht. Verteidigung gegen bezaubert Angriff, Verteidigung gegen verwirrt, gnadenloser Gefährte selbst. Tierische Gefährten fügen geeigneten Zielen kleine Mengen an Schleichangriffsschaden zu. Nee, ich nehme, glaube ich, Soldat. Selbstgenauigkeit plus Selbstgenauigkeit, Gewandtheit, Entschlossenheit bei Kriegshammer, Arbaliste, Akebuse. Ja, Waffenschwerpunkt Soldat. Und erledigt. Toll, jetzt bin ich mit meinem Wolf alleine. Die Ruinen. Ich bin dem merkwürdigen tödlichen Wind durch das knapp entkommen. Jetzt habe ich ihn nur halten. Also man hört schon mal jemanden im Hintergrund reden. Ich bin aus den Ruinen entkommen. Hoffentlich kann ich irgendwo hier die Straße und den Weg nach Goldtal finden. Ich werde einen Weg durch die Ruinen finden müssen, um mich in Sicherheit zu bringen. Hier, dann muss rasten. Vielleicht gibt es irgendwo in den Ruinen einen geeigneten ruhigen Ort, wo wir ein Lager aufstehen können. Kalisha ist dagegen der Ansicht, dass wir weiterziehen sollten. Ich habe einen Abschnitt mit Fliesen erreicht, auf denen sich seltsame Symbole befinden. Vielleicht gibt es in der Nähe einen Hinweis. Vision und Geflüster. Nachdem ich eine Explosion außerhalb der Ruinen von Silantlis überlebte, bekam ich eine Vision. Seit dieser höre ich Geräusche aus dem Nichts und sehe Dinge, die nicht da sind. Das ist nicht die Krankheit, die mich beim Wagen getroffen hat. Dies ist etwas Neues, vielleicht ein Leiden des Verstandes. Mit etwas Glück ist es in Goldtal jemand, der weiß, was zu tun ist. Tagebuch, Vision, Biografie. Oh, das ist schon etwas länger geworden. Vision. Du hast Visionen einer anderen Zeit und eines anderen Ortes gesehen. In einer großen Kammer ging es auf eine große Maschine zu, vor der der Mann stand. Du wolltest ihn etwas fragen, aber was genau blieb dir unklar? Lebensunterhalt, du stammst aus das ewige Weiß. Du hast deinen Lebensunterhalt in der Wildnis verdient und deine Zeit der Perfektionierung deines Jagdrhythmus gewidmet. Lange Intervallen warten, ja, das hatten wir schon. Du stammst aus das ewige Weiß, wo du die Berufung als Monsterjäger gefunden hast. Begierig darauf, dich zu beweisen, nahmst du es mit einem berüchtigten Biest auf, aber du musstest herausfinden, dass der Tod deine Trophäe bereits für sich beansprucht hatte. Deine Ambition beraubt entschloss du dich, deinem Heimatland den Rücken zu kehren. Goldtal ist lediglich dein erster Aufenthalt und du hoffst im Laufe der Zeit weiter in die Stadt zu ziehen. Wer weiß, was das Leben für dich dort in petto hat. Als du mit einer Karawane nach Goldtal reistest, wurdest du krank. Der Karawanenmeister schickte dich mit einer Gehilfin namens Kalisha fort, um Arznei zu suchen. Als sie ihr nach der Arznei sucht, Als du nach der Arznei suchtest, geriet ihr in einen Hinterhalt und das Karawanenlager wurde von wütenden Einheimischen niedergemacht. Nachdem du sie besiegt hattest, wurdest du fast von einem Wind getötet, der drohte, die Seele aus deinem Körper zu reißen. Du entkamst mit Theodan und Kalisha in eine uralte Ruine. Als du aus der Ruine auskamst, sahst du ein merkwürdiges Ritual an einer uralten Maschine. Dort gab ein Mann anderen Beteiligten Befehle und irgendwas an ihm fandest du merkwürdig. Als er ging, begann die Maschine zu rotieren und dabei eine Art Energie zu erzeugen. Dann gab es eine Explosion, die sich wie der Sturm anfühlte, den du zuvor erlebt hattest. Die anderen, die beide Mann gewesen waren, wurden dadurch in Asche verwandelt und Theodan und Kalisha überlebten nicht. Durch die Explosion wurdest du bewusstlos und als du wieder erwachtest, fühltest du dich eigenartig. Du hattest Illusionen, du hörtest Stimmen. Du verließt die Ruinen, um zu Fuß nach Goldtal zu gelangen, wo sich hoffentlich jemand finden würde, der dich heilen könnte. Gut, ich speichere das Spiel jetzt erstmal. Neuer Spielstand speichern. Und ja, vielleicht habt ihr es gerade gesehen.
Ich habe hier unten gestern noch, nachdem ich die Aufnahme von der Charaktererstellung beendet hatte, noch einen zweiten Char erstellt, nämlich einen Breno hier, einen Paladin. Und mit dem werde ich ein bisschen parallel zocken und vielleicht gucken wir dann mal in den mal zwischendurch rein, ob sich, ja, wie sich der so spielt. Aber bis dahin ist es noch etwas. Ich mache erst einmal wieder einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Aber bevor ich den mache, muss ich echt sagen, erster Eindruck von dem Spiel ist der Hammer. Das Spiel ist wirklich episch. Das würde ich gern zum Fenster rausschreien, aber dann kommt die Polizei oder so. Also, ich hoffe, ihr schaut weiter zu. Bis dann.